Es hat ein Meinungsblogger-Video gemacht, mein Kanal, Hass und Hetze, Safe Meinungsblogs. Das ist Gluter. Wir haben uns das schon mal angeguckt. Das war der Typ, der Depressionsvideo gemacht hat und sich darüber beschwert hat, dass er jeder zweite gefühlt Depression hat und sagt, dass er Depression hat, obwohl es nicht diagnostiziert ist. Und nur diese Leute, die das diagnostiziert haben, können sich dann auch beschweren, dass sie Depression haben. Genau, das meine ich damit. Das ist der Typ. Tag Leute, heute gibt es mal wieder ein Real Talk Video, aber diesmal nicht über irgendein Thema oder irgendeine Person, laut, sondern Alter. Um meine Community, mich und meinen Kanal. Ich werde zum Schluss noch etwas zum Hashtag Safe Meinungsblogs sagen und ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Ich mache jetzt seit fast 10 Monaten Meinungsblogs und konnte mir damit in einer relativ kurzen Zeit eine echt große Community aufbauen. Ich meine, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich in weniger als einem Jahr überhaupt die 1000 Abos knacke. Dafür wollte ich mich erstmal bedanken, jedoch ist das nicht der Grund für dieses Video, sondern eher die Fehler, die ich auf YouTube gemacht habe und die Leute aus meiner Community gemacht haben. Wie die meisten mitbekommen haben, kamen in der letzten Zeit einige Videos gegen mich. Die einen waren gut und die anderen, naja, Mist. Naja, meine Fehler haben angefangen bei der Luciana Ninja-Thematik und egal, ob ich am Ende recht hatte, ich habe dort Dinge gemacht, die ich so nicht hätte tun sollen. Sei es das Hetzen in manchen Streams, wo ich mich einfach viel zu krass von meiner Wut gegen ihn habe leiten lassen, oder allgemein die ganzen Aussagen. Auch wenn ich am Ende recht hatte mit der Trans-Story, wie dieses Video zeigt, jedoch rechtfertigt das Ganze noch lange nicht viele meiner Aussagen, die eine Grenze klar überschritten haben. Ich habe mich dazu entschlossen, mit dieser Person nicht mehr in irgendeinem... Ich muss sagen, der hat es mit dem Depressionsvideo extrem ins Ausgeschossen, ja. Und die Aktion, die seine Community macht, also seine Community ist, sorry, aber, beziehungsweise die Leute in seiner Community sind absolut teilweise sehr, sehr beschränkt. Da gibt es irgendeinen, der ist ein bisschen älter, ich glaube, der ist über 30 Jahre alt. Und der ist so beschränkt, der postet irgendwelche Bilder von, ich weiß gar nicht, wer es ist, ich glaube, Unholy. Und sagt, dass der dem IS angehört und sowas. Also es sind echt ganz weirde Kommentare und ja, anstatt dagegen was zu machen, findet Scooter anscheinend okay. In einer Form zu interagieren, da ich denke, dass es der beste Weg für beide Seiten wäre. Gleichzeitig ist es auch gegen die Toast. Ja, ich weiß schon. Trotz alledem möchte ich mich nochmal für die mehr als fragwürdigen Aussagen und die Beleidigungen entschuldigen. Und zwar bei allen, die sich das Ganze anschauen mussten. Nächster Punkt ist Brauchst du mein nicht, ich war Video über gerade eben auf Depression, YouTube. was bereits offline ist. Ich weiß, viele fanden das Video gut, aber bei dem Ganzen gab es ein Problem. Gerade bei so einem komplexen und schwierigen Thema wie Depression muss man genau darauf achten, wie man was formuliert. Und genau das habe ich nicht getan. Und somit kamen Aussagen von mir anders rüber, als sie gemeint waren. Auch dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich hoffe echt, dass ich mit dem Video niemanden irgendwie geschadet habe. Denn genau das war nicht meine Intention hinter diesem Video, sondern genau das Gegenteil. Ich wollte Leute damit helfen und über diese Krankheit aufklären. Es tut mir auf jeden Fall leid, ich habe für mich selber beschlossen, nicht mehr über so ein Thema zu reden, weil man einfach viel zu schnell was falsch machen kann. Und wenn man dann noch eine größere Reichweite hat, kann man sich selber und anderen zu krass damit schaden. Der nächste Punkt ist das Twitter-Video, welches ich nicht offline nehme, aber etwas nochmal klarstelle, was falsch rüberkommt. Was heißt falsch ausgedrückt? Ich finde eigentlich, na, also das kam nicht so rüber, wie er es erzählen wollte. Ich finde, gerade als Meinungsblogger sollte man ganz genau wissen, man schreibt sich ja auch ein Skript. Ich meine, er zeigt sich ja nicht mal vor der Kamera. Das heißt, er schreibt sich ein Skript, dann sollte man ganz genau formulieren oder ausformulieren, dass man das bei so einem heiklen Thema nicht falsch verstehen kann. Ja, weil man hat schon eigentlich offensichtlich gemerkt, was seine Intention dahinter ist. Und zwar einfach sinnlos, 50% der Leute, die wirklich an Depressionen leiden, am Ende mit schlecht zu machen. Indirekt. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Ich weiß nicht, ob das seine Community ist oder ob der 5000 Zweitkanäle hat. Aber ich habe auf Incav, auf meinem zweiten Kanal, habe ich eine Reaction hochgeladen. Das hat einfach mega viele Dislikes und kaum Kommentare, die dagegen sprechen. Warte, es ist ein Kommentar. Es sind zwei Kommentare. Und komischerweise ist dieser Kommentar hat 19 Likes. Wie unrealistisch ist das bitte, dass dieser Kommentar einfach so 19 Likes hat? Kann mir eigentlich im Prinzip keiner erzählen. Außer der hat gestreamt und hat gesagt, like mal bitte meinen Kommentar und dislike mal bitte das Video. Aber dass dann auch noch ganz komischerweise, by the way, Kommentare dastehen mit Yup, True, So True, King, Kluter, gib mir Kekse. Gut, Luciana ist ja wirklich jemand, die auch Videos macht. Mag ihn eigentlich nicht, aber in dem Video ist mir aufgefallen. Alpha Kevin ist so lost, man, haha. Yup, so false. So ganz, ganz merkwürdig. Und das, obwohl dieses Depressionsvideo offensichtlich lost war. So, keine Ahnung, aber ich fand das, also, warte, das Video ist noch nicht mal mehr verfügbar. So, der hat es auch offline gestellt. Also, er merkt es doch eigentlich selber, dass er richtig viel Scheiße gelabert hat. Jetzt sagt er, ja, er hat Scheiße gelabert, aber komischerweise hat mein Video mega viele Dislikes, viele Likes auf seinen Kommentar, wo er halt wieder Scheiße gelabert hat, sozusagen.
Sorry, aber keine Ahnung. So, ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Kommen könnte. Erstens wollte ich mit dem Video nicht die gesamte Twitter-Anime-Bubble pauschalisieren, sondern einfach nur sagen, welche Dinge mich persönlich stören. Zweitens ist überhaupt nichts verwerflich daran, dass man auf Twitter postet, wie es einem geht. Ich mache das selber ab und zu. Mir ging es hauptsächlich darum zu sagen, dass das Wort depressiv nicht mit dem Wort traurig gleichzusetzen ist. Naja, so viel dazu. Nächster Punkt sind die Beefs, die ich in der Vergangenheit geführt habe, mit zum Beispiel King Mikdor. Ich habe mit ihm das Ganze schon seit einer Zeit geklärt und muss auch sagen, dass das absolut unnötig und kindisch von beiden Seiten war. Das Ganze ist kein wirklich aktueller Punkt mehr, da ich das Ganze schon von einer längeren Zeit eingesehen habe und auch öfter so in Streams gesagt habe. Jedoch wollte ich das Ganze hier nochmal ansprechen. Jetzt mal etwas von mir an meine Community. Mit einigen habe ich schon auf Discord darüber gesprochen, aber es reicht noch lange nicht aus. Also hier nochmal. Wenn ich ein Video über eine Person mache, soll das nicht als Aufruf dienen, auf den Kanal des kritisierten YouTubers zu gehen und diesen zu haten und erst recht nicht zu beleidigen. Wenn ihr rübergehen wollt und wirklich sachliche und konstruktive Kritik äußern wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber sonst lasst es einfach. Ihr tut niemandem einen Gefallen, wenn ihr rübergeht und disliked und vielleicht noch beleidigt. Ihr schadet somit eher mir und dem Bild, was Leute von dieser Community haben. Das stimmt. Somit hat niemand was davon. Das stimmt und komischerweise ist dein größter Supporter, der größte Hater und der größte Hetzer, sage ich mal. Einer, der es nur negativ meint. Einer, der nicht schreibt, ja hier, ich finde das scheiße, was du machst oder so. Sondern einer, der richtig belastende Scheiße reinschreibt. Und das ist, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der Typ ist auf jeden Fall mega lost. Der ist nicht ganz glatt in der Birne. Der Angry German, das ist er. Das ist der Typ, ja. Der Angry German. Ja, was ich so mitbekommen habe. Das war von dem, ja. Und er macht so ganz komische Musikvideos, keine Ahnung. Ich guck mal kurz, ob es da überhaupt ein Video gibt. Gut, ja, aber ich möchte hier bloß mal kurz gucken, ob es jemand gibt, der ein Video zu ihm gemacht hat. Nö, jetzt nicht wirklich ein richtiges Video. Aber der Typ hat richtig krasse Scheiße geschrieben. Ja, also so richtig belastend. Was willst du dazu sagen? Und er zeigt sich sogar. Hier, der ist über 30. Es ist wirklich so. Also jetzt nochmal deutlich. Ihr könnt jederzeit eure Meinung zu den Leuten äußern. Aber tut dies bitte ohne Beleidigungen. Geht auch nicht rüber und disliked. Wie gesagt, am Ende bringt es keinem was. Man kann zwar nicht jeden in seiner Community zurückhalten. Ist aber trotzdem ein Fehler, das Ganze nicht vorher schon anzusprechen. Kommen wir erstmal zu dem Hashtag Safe Meinungsblogs. An sich finde ich die Idee dahinter super. Nur die Umsetzung der Leute ist so, naja. Ich finde es wesentlich besser, wenn dieser Hashtag dafür genutzt wird, um seinen eigenen Kanal als Meinungsblogger zu beleuchten. Da die meisten Einsendungen unter diesem Hashtag um zu viel Beef und Hass innerhalb der Szene gehen. Jedoch tun die meisten genau dasselbe wie in diesen Videos, da sie dort auch wieder gegen Leute schießen. Und somit macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Man sollte lieber mal seinen eigenen Kanal beleuchten, anstatt zu sagen, dass Hetzen doof ist und das gleichzeitig genau dasselbe zu tun. Außerdem fällt auf, wie Mr. Dino schon gesagt hat, senden genau die Leute was unter diesem Hashtag ein, die ein wirkliches Problem in dieser Szene sind. Und diese kritisieren dann unter dem Hashtag mit Argumenten wie Bar, Anime-Avatar, ich könnte kotzen. Oder sagen was gegen Hetze, blenden aber dann private Chats von schon lange vergangenen Sachen ein, um wieder einen Shitstorm gegen eine Person zu erzeugen. Ich habe letztens auch mit Just Nero, Unholy und Banninger über das Ganze gesprochen, wo ich ihnen das Ganze hier auch schon gesagt habe. Ich wollte mich nochmal für dieses Gespräch bedanken. Dieses Video war jetzt mehr als überfällig und ich musste mich für die ganzen Dinge mal entschuldigen bzw. Dinge richtigstellen. Und auch diese Nachricht am Junge, er kann auf jeden Fall Glück haben, dass er das macht. Ich sag mal so, ich glaube, Just Nero hätte auch ein Video irgendwann gegen den rausgehauen. So oft wie Just Nero schon gesagt hat, Alter, ey, ich muss ein Video gegen den raushauen oder so. Also rettet er sich wahrscheinlich gerade eben vor einem relativ krassen Shitstorm. Nein, ich weiß nicht, aber hätte der Typ weiter so gemacht und Scheiße getroppt und das auch okay gefunden, dass dieser Zuschauer hier das so schreibt, oder was er alles schon gemacht hat, dann hätte es auf jeden Fall von größeren Meinungsblockern definitiv was gegeben. Definitiv hätte es dann Beef gegeben, glaube ich jetzt mal.